Jetzt, dass ich ein bisschen was rede. Und das macht mich schon glücklich, dass. Ach ja, worauf ich zurückkommen wollte, zum Thema Cheaten, also zum Thema Seed. Ich habe ja Multiplayer und da ist er. Und jetzt würde ich mal fragen, boah, wo war denn das? Ich habe irgendwo mal gesehen, Let's Play, glaube ich, wo so ein Typ, boah, was hat denn der hat da so irgendwas gemacht. Dann hat man hier die Koordinaten gesehen, X und Y und irgendwas noch. Dann ist das Seed dabei gestanden und was weiß ich, auch die Höhe. Und jetzt würde ich mal fragen, ist das ein Mod oder kann man das irgendwie mit einer Taste machen? Das müsst ihr mal bitte mal sagen. Aua. Und ich werde gleich nach der Aufnahme, ich nehme jetzt eh schon eine halbe Stunde ab. Ich werde gleich nach der Aufnahme, versprochen, mein Skin ändern. Ich werde mein Skin reinhauen. Mal schauen, was für ein. Bin ich schon total gespannt. Wo ist denn der Creeper? Ach, da vorne ist er. Nee. Da vorne. Erst war mal ein Creeper da. Da vorne sind Zombies. Ach ja, ich habe noch ein nebenbei so eine Let's Play und so eine Let's Farm Welt. Das habe ich mal bei Minecraft Sven gesehen. Da hat so ein Let's Farm, da habe ich ein Seed. Ach ja, das war's. Da hat er gemacht. Ja, da hat er das gemacht, wenn man dann Seed sieht und sowas. Da habe ich dann halt den Seed genommen. Habe dann auch ein bisschen mitgebaut, während ich mir das Let's Play angeguckt habe. Und das ist übrigens zu empfehlen. Könnt ihr mal gucken. Let's Farm von Minecraft Sven. Kennt vermutlich eh viele. Da habe ich halt Seed. Und da habe ich ein Bauernhaus gemacht. Und da habe ich das Dach fertig gemacht. Das war mein ganz erstes Dach. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Ich bin der schlechteste Dachbauer der Geschichte von Minecraft. Dachbauern. Dicherbauern. Dachbauern. Was weiß ich. Ich dachte schon, das Wasser. Und da habe ich zwei Teile. Okay, das müssen wir jetzt da noch. Zwei Teile vom Dach. Ein Schlaf- ein Schlaf- und Aufbewahrungsteil. Wo ein paar Hühner rumrennen. Das sieht gerade lustig aus. Jetzt gehen wir mal schlafen. Und hey, sorry, dass ich unterbreche. Aber schlafen ist wichtig und. Wo war ich stehen geblieben? Also ich habe geschlafen. Und wo war ich stehen geblieben? Scheiße, what the fuck? Wo war ich stehen geblieben? Ach, da oben hört man schon die Nachbarn sterben. Hey, da ist ein Creeper. Hat uns da gesehen? Hallo, ist der Creeper. Ist niemand im Bogen? Und dann kein Pfeil. Scheiße. Und der Dichter ist abgeschossen. Egal. Könnte man noch ein bisschen in Glas reinhauen. Das wäre was Neues. Kann man ein bisschen gucken. Ja, das. So, sieht auch ein Scheiße aus. Den eigenen Raum. Wir werden auf jeden Fall mal einen Lagerraum machen und die ersten zwei Sachen, die wir reinhauen. Es wird eine Cobblestone-Kiste und eine Erdekiste, denn dann haben wir mal fast alles hier weg. So, also, was brauchen wir denn? Und Holz. Was wollte man denn jetzt tun? Ich wollte was suchen. Oder was? Boah, ich vergesse mal alles. Ach ja, Glas, 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 Glas. Man haben hier kein Glas? Also vermutlich haben wir Glas und es ist irgendwo da drinnen, aber ich sehe es nicht. Scheiße, ich habe kein Glas. Ach, what the fuck. Sorry, dass ich die ganze Zeit what the fuck sage. Das habe ich schon wieder gesagt. Ach, nein, nein, hört man nicht. Und jetzt muss ich mich mal beschweren. Ja, ich weiß nicht mehr, was für ein Let's Player da war, das war. Aber irgendein Minecraft-Let's Player, der ist zu den Schafen gegangen. Hat das getötet und hat das Huren genannt.
Also, Oscar, der sinnloseste Beleidigung der Welt. Denn ich habe nie verstanden, warum man das jetzt beleidigt hat, das Schaf. Okay, er hat es getötet. Was ich auch nicht verstehe, ich schere die Schafe immer. Das ist so eine Sache bei mir. So. Danke. Danke, danke. So. Okay. Und ich weiß nicht mehr, was denn das Blöde das war. Oh, boah, weiß ich gar nicht mehr. Irgendein Let's Player halt. Hier runter. Hier. Und hier. Hier. Und jetzt hat sich das Ganze überhäuft, oder wie man das sagt. Hier, hier. Dings. So. Level 18. Jetzt müssen wir mal brennen. Okay, dann muss ich etwas sagen. Und zwar, ich werde demnächst nochmal cheaten. Das hat einen Grund, weil ich eine kleine Sache baue. Okay, da muss man nicht gar nicht cheaten. Muss man mal schauen. Auf jeden Fall möchte ich unbedingt einen EP-Sammler, was war das? EP-Sammler machen. Ich weiß auch schon, wie das geht. Habe ein paar Videos geguckt. Apropos Videos, da habe ich ein paar Ideen, was wir demnächst mal machen können. Und ja, da hätte ich halt vor, dass wir so ein PC mal machen. Und da brauchen wir entweder, müssen wir entweder einen Spawner finden oder mit too many items, da kann man Spawner, wo haben wir denn? Hier kann man Spawner hinbauen. Ja, ich weiß, ich arbeite viel, ich cheate viel zu viel. Da kann man einen Spawner hinbauen und mit Spawner GUI kannst so ein anderer Mod kannst du dann Mann, ich vergesse dann, was ich sagen will. Mit Spawner GUI kannst du dann aussuchen, was das spawnen soll. Und ja, dann können wir so einen kleinen EP-Sammler machen. Bodo, bodo. Oh, bodo, bodo, bodo. Wo war das? Ich glaube, Let's Play Sims 3 von Gronkh. Oh, bodo, bodo, bodo. Das war doch die Tränenmond. Die Tränenmond. Schon krasser Name. Scheiße. Ach, Seeds. Es sind ein paar Seeds. Puh. Ich werde es doch bald fertig sein. 5 Minuten nehme ich mir jetzt noch auf. Dann habe ich hier schon wieder ewig lange aufgenommen. Ich nehme jetzt schon fast eine halbe Stunde und 7 Minuten auf und 33 Sekunden. Ach. Ich weiß gar nicht, was ich machen will. Was würde ich machen? Was würde ich machen? Was würde ich machen? Egal. Egal. Und ich werde auch den Skin noch ändern und ich verspreche, dass ich sobald wie möglich dann die neue Episode raushaue. Und ja. Dazu müssen wir jetzt doch mal was ändern. Bodo, Bodo, Bodo. Mir gefällt das so sehr. Oh, Bodo, 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 Bodo. Was ich allerdings bei Sims 3 sehr hasse, ist das Sims erstellen. Ich lasse mir da normalerweise. Scheiße. Oh, sorry, da hat sich eine App von mir gemeldet. Normalerweise scheiße ich auf das Erstellen. Ich suche mir einfach ein passendes Gewand aus. Kurz Trainingsgewand und Tagesgewand. Ganz kurz rüber geschaut. Nicht wirklich die Farben geachtet, einfach nur was Fertiges genommen. Und dann habe ich die Merkmale verändert, habe gleich immer dasselbe Gesicht genommen, deswegen war sie auch immer verwandt. Mein Namen nicht wirklich viel geändert, ich habe meistens meinen Namen genutzt und den meiner Familie und eigener Familie gegründet und so weiter. Und ja.
Nein. Nein. So. Können wir doch mal mitnehmen. Ist er. Danke nochmal, dass ihr mich cheaten gelassen habt. Das war ein sehr anstrengender Moment. So, jetzt ist die Kiste voll. Wir werden noch jetzt gleich mit der Aufnahme aufhören. Dann werde ich rendern. Ja, das kann ich kurz mal erklären. Da muss man aber noch schön bauen und dann kann man das erklären. Also, hier nochmal bauen. So, stimmen muss ich hier rauf. Also, dein Blick über die Welt. Oder da vorne, erzähle ich jetzt mal was. Also, ich nehme auf, circa eine Stunde. Also, ja, circa 15 Minuten, also circa eine Viertelstunde pro Folge. Dann wird das Ganze gespeichert. Dann muss ich das Ganze schneiden, rendern. Das dauert circa eine Stunde. Kommt darauf an, wie lange ich aufnehme. Ich habe mal, wie schon gesagt, die 3 Stunden. 3 Stunden und 40 Minuten, glaube ich, waren es, was ich mit Fraps aufgenommen habe, habe ich aufgenommen. Da hat das Rendern, boah, ich glaube, 9 Stunden gedauert. Also ich habe sie auf HD mit 720 pH, also P 27, 720p, ich weiß gar nicht, für was das P steht, Pixel. Weiß ich nicht. Ich bin zwar, ich kenne mich zwar ein bisschen mit Computer aus, aber nicht ganz so viel. Dann wird uploaded. Es hat damals mit 2 Folgen pro Tag immer ziemlich lange gedauert. Da ich ja noch ein paar andere Kanäle zu versorgen habe. Und wenn ich da auch was uploadet habe, da ist unsere Internetverbindung schwach geworden. Und so. Das war's jetzt auch. Wir stimmen uns jetzt mal hier rauf. Dann muss ich mal eine Kopie bestellen. Dann werde ich mal gucken, wie weit man das bekommen. Und ja, das war's ja auch jetzt schon wieder. Wir sehen uns.